Und rein und rein. Rein, rein, rein. Jetzt irgendwann reicht's auch. Irgendwann möchte ich dann doch lieber hier runterklettern. So, in der Hoffnung, dass das Grün noch ein bisschen hält, würde ich gerne nochmal mit an die Dekobank gehen und mir das gerade mal eben angucken, was wir hier gesehen haben. Was war das denn hier jetzt? Also, Esszimmer, Verlies, Zäune. Was sind das hier für Zäune? Türbarrikade. Was war denn das hier? Lehmkosten? Ja, Kosten Grün 3. Wir haben noch 37. Sensationelle 37. Kaum auszuhalten, wie viel Grün wir noch haben. Türbarrikade. Türbarrikade. Also hier brauchen wir die nicht. Weil hier ist halt keine Tür unten im Verlies. Also wo man das vielleicht noch machen kann, ist hier irgendwie. Oder warte mal, vielleicht. Ich würde gerne einfach mal gucken, wie das Ding aussieht. Okay, ich kann es nicht setzen. Ist auch wieder klar. Hier können wir irgendwie gar nichts setzen. Something is in that way. Geht das denn, wenn wir das hier irgendwo... wieder runter. Wir hätten eben bei dem Schild noch die liegenden Skelette ausprobieren können. Bin ich ganz drüber hinweggekommen. Ist aber jetzt auch egal. Wir müssen jetzt hier irgendwie mal weitermachen. So, Crafting-Truhe. Einmal die Ketten ausprobieren. Einmal diese dünnen. So, und dann machen wir diese dicken auch nochmal. 4 dicke, 2 dünne. Das ist auch was. Das hat doch was. So. Also... Das sind die dünnen. Also auch die müssen jetzt hier irgendwie mal rumhängen, so ein paar Sachen. So, dann haben wir hier die dicken noch. Die kommt hier gleich am Anfang. Machen wir gleich mal 2 Glieder nach unten. So. Und eine noch hier. So, jetzt haben wir das so ein bisschen... Jetzt haben wir nämlich so ein bisschen Abwechslung hier drin, was Ketten angeht. Und jetzt können wir im Endeffekt die Skelette, die wir sowieso schon haben und eigentlich für das Schild verwenden wollten, können wir jetzt hier einfach irgendwo hinlegen. Skelett hier, Skelett da, Türbarrikade dort. Nee, Türbarrikade ist natürlich nicht. So, die liegen jetzt hier zusammen. Brauchen wir nicht. So, 40 Grün. Sensationell. Sensationell. Also wenn das Grün nicht reicht, gehen wir nochmal raus und holen ein paar Kakteen. Das ist jetzt auch kein Problem. Das kriegen wir schon hin. So, irgendwie ist das noch nicht so, wie ich das haben will. Irgendwas fehlt hier noch. Das ist noch nicht so ganz... Achso, wir... Genau, wir wollten ja hier mit Gittern arbeiten. Das war ja der Punkt. Wir wollten ja mit Gittern arbeiten, mit Gefängnisgittern. Wir haben jetzt 64 Eisengitter dabei und den Schiesel. Und jetzt müssen wir nochmal eben gerade gucken, was hier vielleicht geeignet sein könnte. So, da kommen wir der Sache doch näher. Ich würde sagen, dass wir vielleicht mit diesem Eisengitter hier arbeiten. Dieses Eisengitter ist sicherlich nicht ganz verkehrt. Oder das. Ich weiß nicht genau, welches jetzt besser ist. Wir machen mal eben das hier. Wir probieren das mal gerade aus, wie das aussehen könnte. So, lassen wir schon so ein bisschen dunkler hier machen. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass dieser Tisch mal eben irgendwo anders hinkommt. Direkt hier an der Treppe. Da bauen wir so schnell nichts. So, hier ist schon ein bisschen dunkler. Wenn jetzt was spawnt, dann ist das halt so.
Hier müssten wir eigentlich... Ob das so funktioniert? Warte mal. Jetzt habe ich aber gerade die Idee. Moment, Rucksack, Rucksack, Rucksack. Was ist da drin? Nicht das, was wir wollen. Nicht das, was wir wollen. Wirst du gleich sehen, was ich meine. So, 5 von den Dingern. Das reicht erstmal. Eine Tür des Zimmermanns. Zack. Jetzt gucken wir mal gerade. Wenn wir jetzt hier... Lass uns das mal ruhig noch ein bisschen größer machen. Das muss gar nicht immer alles so klein sein. Nochmal. Aber hier. Hier beginnen wir jetzt. Es wird jetzt etwas dunkler. Es ist jetzt etwas dunkler. Tür. Und hier kommt die Tür rein. Nein, das geht ja gar nicht. So will ich das nicht. Moment. Vielleicht kriegt man das optisch doch irgendwie noch hin. Moment. Oh nein, jetzt können wir das bei den Skeletten nicht setzen, oder was? Müssen wir die Skelette woanders hinpacken, oder wie? Okay. Zukünftig merken, demnächst erst Skelette setzen, erst, wie viel Platz brauchen denn diese Skelette? Das kann doch nicht wahr sein. So. Oh, du kommst jetzt hier hin. Das ist ja blöd. Ich will das eigentlich anders haben. So will ich das gar nicht haben. Ich will, dass die Tür sich hier irgendwie eingliedert. Das tut sie aber nicht. Das tut sie definitiv nicht. So wollte ich das haben. Verstehst du? Ungefähr so sollte das eigentlich sein. Ein bisschen anders vielleicht noch. Mit dem Hammer kann man da... Was kann man mit dem Hammer eigentlich machen? Kann man da mit dem Hammer noch ein bisschen nacharbeiten? Okay. Ja. So müsste es eigentlich aussehen. Geht aber nicht. Wieso denn nicht? Das ist ja total doof jetzt. Was kann man da denn jetzt machen? Kann mir das mal einer verraten? So, nochmal abreißen. Nochmal hinsetzen. Das muss doch irgendwie möglich sein. Ich weiß jetzt gerade, ob wir mit dem Trick irgendwie weiterkommen. Können wir hier oben eigentlich noch was drüber setzen? Also da oben könnte man was drüber setzen, aber das sind halt immer ganze Blöcke. Toll, super. Das ist ja mega klasse. Geht nicht. Können wir nicht machen. Geht irgendwie nicht. Es geht nicht, es geht nicht. Wir können so tun, als wenn es eine Tür wäre. Aber mehr auch nicht. So, hier eine Tür. Die Crafting-Tour kommt gleich weg, keine Sorge. So, Fabi, jetzt mach mal ein bisschen, streng dich mal ein bisschen an hier. Hast du sonst auch schon mit diesen Dingern gebaut? Oder mit ähnlichen? So, das sieht schon mal gut aus. Völlig. Auch die
Crafting-Truhe muss jetzt so Fackeln brauchen wir auch nicht mehr. Hier kommt jetzt die Crafting-Truhe hin. Schön Platz sparen am Rand. So, hier ist die Tür. Hier geht das Ding weiter. So, schlauerweise ist natürlich jetzt genau hier die Öffnung, die wir vielleicht doch nochmal verschließen müssten. Boah, da kommt doch wieder alles zusammen, ey. Man ist, ich bin da so genervt von solchen Sachen. Weißt du, da willst du das jetzt mal einmal richtig machen und dann hast du so ein dämliches Loch hier oben auch noch. Zu? Ich will ja nur wissen, wie es aussieht. So. Das ist alles so mega empfindlich. Haust du da mal aus Versehen ein bisschen falsch zwischen, dann sieht sofort kacke aus. So. Verlies. Wir können es ja einfach so machen, dass die anderen jetzt zu sind. Das ist ja auch nicht das Problem. Die anderen sind einfach optisch zu. Da kommt man halt gar nicht rein dann. Und hier ist es halt schon sehr dunkel. Das lassen wir jetzt halt offen stehen. Und hier wird das jetzt einfach zugemacht. Das ist zu. So, noch haben wir Zäune. Das wird allerdings auch nicht ewig vorhalten, hier, was wir hier haben. Okay, natürlich hängt jetzt genau die Kette hier zwischen. Ist ja gut. Ja. Ich wollte es einfach nur noch mal zeigen, wie es geht. Oder wie es nicht geht. So. So, das Ding ist jetzt ganz zu. Da kommt nie jemand rein. Unerreichbar für jedermann. Ja, so kann man das lassen. Das ist doch okay. Das ist doch in Ordnung. Würde ich sagen, oder? Was meinst du? So, Kette. Okay, der Kamerad liegt hier schon wieder im Weg. Findet einfach nicht seine letzte Ruhe, ne? Ist einfach nicht möglich. So, das lassen wir einfach so offen jetzt. Können das ja auch einfach so machen. Oder warte mal, wir haben... Nee, wir haben noch genug. Moment, eins. So. Ah, reicht nicht. Doch. Einfach so. Einfach so. So lassen wir's. So, und der Kamerad, weißt du was? Der Kamerad, ne? Der hier, ne? Der liegt jetzt hier, weil der hier direkt an der Guillotine... Ne, was ist das? Das ist eigentlich keine Guillotine. Blödsinn, das ist keine Guillotine. Das ist, wie heißt denn das? Ich bin jetzt auch nicht so der Experte für sowas. Der liegt hier an diesem Ding. So. So. Da liegt einer drin, da liegt einer, da ist einer drin. Da ist auch einer drin. Okay, also damit ist der Raum eigentlich jetzt schon recht gut ausgefüllt, würde ich sagen. Lass uns mal so langsam hier mit den Fackeln ein bisschen zurückgehen.
Weißt du was, wir machen hier eine einzige Kerze. Eine einzige Kerze stellen wir hier rein. Aber jetzt noch nicht. Wir nehmen noch nicht alles raus. Wir sind noch nicht ganz fertig. Was muss hier noch... Ach, wir haben noch eine Guillotine. Natürlich. Oh Gott. So teuer ist die. Ja gut, sorry, aber die müssen wir haben, oder? Die müssen wir haben. Oh, 16 grün. Die war teuer. Wo stellen wir die denn jetzt hin? Something is in the way. So, the fuckle is in the way, würde ich sagen. Komm schon, was ist denn da in the way? Das kann doch, ja, da kann doch nichts im Weg sein. Ist die jetzt zu groß für diesen Raum oder was? Die ist zu hoch. Wir können die nicht... Wir können nicht hier hinstellen, weil der Raum zu hoch ist. Nein. Nein. Na gut, dann haben wir eben Pech gehabt. Dann können wir die eben nicht hier hinstellen. Trotzdem wollen wir jetzt einmal gucken, wie die aussieht. Wir können sie hier nicht reinstellen, siehst du? Geht nicht. Können wir hier nicht reinstellen. Es geht nicht, es geht nicht. Das ist so traurig. Wie groß ist sie denn? Wie groß ist die denn? Wieso passt sie denn hier nicht rein? Ja, da passt sie natürlich auch nicht rein. Komm, wir stellen die mal eben auf den Friedhof. Kann man hier eben die Gruft hochlaufen. Können wir auch mal gleich wieder sehen, wie es draußen so aussieht. Scheint Nacht zu sein, hört man schon. Boah, eine Guillotine auf dem Friedhof mitten in der Nacht. Ein wenig gruselig. Wie groß ist das Ding denn? Ein bisschen Platz müssen wir jetzt hier haben. Dass wir das auch vernünftig sehen. Komm, wir gehen mal auf die Bahnstrecke. Oder hier. Geht's hier? Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir diese Guillotine jetzt hier nirgends hinstellen können. Was muss denn hier für eine... Okay, so groß ist die. Alter Verwalter. So groß ist die Guillotine. Funktioniert die auch irgendwie? Kann man die irgendwie... Nein. Okay, also wir haben sie auf jeden Fall gesehen. Unten in die... In das Verlies passt die jetzt halt nicht rein. Und ich will sie natürlich hier draußen auch nicht stehen lassen. Irgendwo jetzt. Völlig sinnlos in der Natur. Oder... ja, weiß ich nicht. Vielleicht muss die jetzt auch gar nicht unbedingt sein. So, ab zurück in die Gruft. So, lass uns erstmal gucken. Das Ding müssen wir wieder zumachen. Wenn wir jetzt gerade hier sind, können wir doch mal gerade wieder zumachen. Zu. Und dann können wir aber, wenn wir Bock drauf haben, hier nochmal wieder aufmachen, das ganze Ding. Hier machen wir jetzt dafür eine andere Öffnung. So. Gut, dass wir nicht da hinten reingefallen sind. Da wären wir ja nie wieder rausgekommen. Okay, Guillotine hat sich ausgeguillotint. So. Dafür haben wir wieder ein bisschen mehr Grün. Das ist ja auch nicht verkehrt. So, aber... Wenn wir jetzt hier sowieso schon fast fertig sind, einmal gucken wir noch, was es Verliesartiges gibt. Kunst, also Kunst ist hier garantiert nicht. So, Esszimmer, Verlies. Gold, achso, wir haben noch über Gold gesprochen, ne? Irgendwas mit Gold. Ich weiß es ja nicht. Was haben wir hier? Ah, Dynamite Sticks. Nein, Dynamit. Mit Dynamit können wir ja auch nichts anfangen. Ein Skelett würde ich gerne noch an die Wand setzen irgendwo. Oder auf den Boden legen. Vielleicht hier den... Das Ding. Das müssen wir... Den nehmen wir noch. Den Kameraden nehmen wir noch. Dann stellen wir hier in die Ecke und dann ist auch gut. Ja, das reicht. Warum eigentlich so sparsam? Warum so sparsam? Sag mir das mal. Verlies, Zäune. Spinnenweben wollen wir nicht hier haben. Das brauchen wir auch nicht. Noch ein Skelett. Wer ruft mich jetzt an? Mein Bruder, ich bin gleich wieder da.
So, und weiter geht's. Nochmal gerade schnell eben gucken. So, aber ich glaube, wir sind jetzt hier auch ziemlich durch. Bronzebarrenstapel, Haufen von Goldbarren. Könnte man jetzt irgendwo noch lagern, aber irgendwie finde ich das jetzt auch ein bisschen stumpf und plump, wenn da jetzt irgendwo Goldbarren oben in der Gruft liegen oder so. Ich glaube, das lassen wir erstmal. Das ist, glaube ich, da kann man vielleicht mit einer Schatztruhe irgendwie auf Dauer noch arbeiten, aber dass man da jetzt irgendwie Goldbarren irgendwo hinlegt, nee. Ich weiß nicht. Ich glaube, das muss jetzt nicht sein. Ansonsten, wie gesagt, sind wir hier, glaube ich, ziemlich durch. Ein, zwei Skelette sterben wir jetzt noch her und dann war's das. So, einmal das. Und einmal. Nochmal so eins. Liegt dann hier auch in der Ecke. So, und so eins. Wenn wir noch Platz haben. Huch, nehmen wir das auch noch. Da haben wir jetzt drei Stück. Können wir hier auch noch hinpacken. So, da. Naja, Grenzen dann am Rand. In der Dunkelheit. Also wie gesagt, hier ist viel zu wenig Licht, ne? Also hier kann jeden Moment irgendwas spawnen. Das Risiko müssen wir eingehen. Und es ist, sorgt auch für eine gesunde Gesichtsfarbe, wenn man sich hier ein paar Mal erschreckt. So, hinlegen. Ich glaube, das ist jetzt gut. Ich glaube, das reicht hier jetzt. Jetzt müssen wir mal vorsichtig gucken, was wir noch an Beleuchtung wegnehmen. Also, erstmal kommt hier alles weg. Deko-Bank, Deko-Bench. Weg. 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 Hier kommt man runter. Siehst du nur was? Oh, jetzt wird es aber richtig dunkel. Jetzt wird es richtig dunkel. Weißt du, wir können ja noch am anderen Ende noch eine hinstellen. Hier. Mehr nicht. Nur diese beiden. Ich finde, das hat schon was. Ich finde das gar nicht so schlecht. Was sagst du? Wenn du noch eine Idee haben solltest, was man hier reinstellen kann, in dieses Verlies, dann schreib das gerne in die Kommentare. Ich komme gerne nochmal zurück. Aber so sieht es schon mal nicht ganz schlecht aus, würde ich sagen. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mal schauen, was wir in den nächsten Folgen so alles machen werden. Ob wir noch weiterarbeiten. Achso, wir sind noch gar nicht ganz fertig hier. Wir müssen natürlich diese Dinger hier noch zumachen. Mal gucken, was wir dafür Material nehmen. Ciao, ciao, bis bald.